Mensch, was hat Bier in der Hand? Was hat Bier in der Hand? So, wir haben jetzt Feierabend. Jetzt haben wir was mitgebracht. Feinstes Corona extra. So sieht's aus. Dann werden wir jetzt gleich mal testen. Hier, so sieht der Deckel aus, so das Bier. Hier sind die ganzen Zutaten und alles. 4,5%. Genau. 0,355 Liter sind da drin. Zum Wohl. Zutaten sind Wasser, Gerstenmalz, Mais und Hopfen. Aber darf sich tatsächlich Bier nennen, ne? Also ich gehst nicht nach Watti gehen. Aber nach deutschem Reinheitsgebot ist das nicht gebraut. Tja, hier steht's ja. Lass ja, wie ist das? Mhm. Corona extra. Ist mehr als nur ein Bier. Es verkörpert den mexikanischen Lebensstil. Weltweit bekannt durch seine hohe Qualität, typisch goldene Farbe und einzigartigen Geschmack. Genieß es eiskalt. Passt. Mit einer Scheibe Limette. Naja, haben wir nicht. Und hole dir die Sonne Mexikos nach Hause. Ja, Sonne. Die fetten Vögel sitzen da mal in einem Apfelbaum. Wie fett die sind, ey. Was? Siehst du die überhaupt? Die Äpfel? Die Vögel. Ach da, den Ehnsäg, ja. Ja, das neue da links daneben. Ganz schön fette Ding, ey, wirklich. Mhm. Da, stimmt, da ist er. Mexikanisches Bier gebraut in Belgien. Einwandfrei. Und abgefüllt wohl in Bremen. Bitter ist es nicht. Das ist ja eher so total mild. Total mildes Bier. Der Nachgeschmack, den schmeckt man ein bisschen, aber... Ja. Ja. Ist ja süffig. Corona ist doch nicht so schlecht, wie alle sagen. Es hat doch die perfekte Größe für so eine S-Bahn-Fahrt, ja. Ja, ist einmal frei. In so ein Sixer hier. Kein Ding. Auf euch. Prost. Aber ich glaube, darauf gibt es keinen Pfand, wa? Nö, denke nicht. Hier ist zwar noch eine Service-Hotline, aber die ist auch gebührenfrei, das ist ja super. Das heißt übrigens Corona. Weil man, wie man sehen kann, ist da eine Krone drauf und Corona heißt Krone. Tja, die Aufmachung ist natürlich wie ein mexikanisches. Das ist ja mexikanisch. Erinnert mich auch so ein bisschen von der Aufmachung her an, wie nennt sich das? Salitos zum Beispiel gibt es doch hier. Das ist auch so ähnlich. Oder Desperados. Desperados, ja. Desperados ist sehr bekannt. Da mal in die Kommentare schreiben, ob wir mal Desperados testen sollen. Genau. Das wär's. Schreibt mal rein. Würde mich freuen. Der Six hält ja auch nicht ewig. Hm. Wir hatten übrigens Probleme hier Corona-Bier bei uns in Werneuchen zu kriegen. Also irgendwie, wo das so losging mit der Corona-Krise, gab es hier in dem Dorf kein Corona zu kaufen. Wenn man deswegen kommt das Video jetzt auch erst so spät. Ja. Zumal man sich mal vorstellt, Corona ist nicht das Einzige, was es hier nicht gab. Ne? Das war ja eine Zeit lang extrem, muss ich sagen. So wie es wirklich dann mal gesagt wird, also Klopapier, nada, nix, niente. Das ist heute übrigens auch schon so gewesen. Ja. Auch mit dem, hier, diese Zebra-Zeug. Hm. Da waren nur drei Sachen da und das war aus Altpapier hergestellt, deswegen, also es war nicht sehr vergriffen, dieses Altpapier. Also nicht sehr vergriffen bedeutet jetzt, da waren nur noch drei Packungen da und da habe ich mir dann mal schnell eine geschnappt. Also meine Frau war am Dienstag einkaufen und hat es doch tatsächlich geschafft, Toilettenpapier mitzubringen. Unfassbar. Riecht zwar ein bisschen komisch, aber macht sich gut. Also
In 2 Wochen werden wir wohl durchhalten. Also, apropos nochmal Klopapier, als das lustig. Meine Frau hat extra Klopapier bestellen müssen, weil es halt nicht ja. Was? Ja. Das ist ja unfassbar. Na, ich. Wenn du dann versuchst, für die Kollegen einzukochen, weil du Mittag kochen willst, dann wirst du blöd angeguckt bei Aldi, ja. Ja. Warum du denn 10 Tüten mitnehmen willst, wa? Naja. Ja. Ich glaube, das waren 7, 8 Tüten Spätzle. Und dann, das sind keine handelsüblichen Waren. Dann stehst du da und die Verkäuferin, die glaubt dir nicht mal, ja. Das. Unglaublich. Na, was mir aufgefallen ist, die ganzen Eintöpfe in den Büchsen und das alles, die Suppen, die waren alle weg, bis auf die ganz teuren Sachen. Die gab es noch. Und was gab es auch noch nicht mehr? Fischstäbchen. Es gab keine Fischstäbchen mehr, die waren alle weg. Unglaublich. Ja, das war wie beim Sonderschlussverkauf, kann man sich das bald vorstellen. Du bist da reingegangen in den Laden, die Hälfte war weg. Ja. Also unfassbar. Heute war ich wieder einkaufen für die Kollegen zum Mittagkochen und Frühstück. Und da durfte ich dann tatsächlich meinen Dienstausweis dann vorzeigen. Damit ich dann. Die hat gefragt, ob ich einen Zettel bei habe. Wahrscheinlich werde ich mir jetzt mal vom Zugführer einen Zettel schreiben lassen. Ja, damit ich auch einkaufen kann, damit die Kollegen was zum Mittag haben. Ist ja irre. Da verhungert die Feuerwehr fast, ey. Die haben selbst bei Thun, ich war bei 2 Thunmärkten, ja, der eine hat gesagt, für Desinfektionsmittel, die Nachfrage ist um 700% gestiegen. 700%, das ist unglaublich. Ich bin da reingegangen und habe gesagt, in Thun, ich habe gesagt, pass auf, sieht's denn aus hier, Desinfektionsmittel für die Hände und so. Hat er mir angeguckt, hat gelacht und gesagt, wo kommst du denn her? Hast du das nicht gehört? Alter, sagt er, ey, 700% ist das hochgeknallt. Ja, wir haben nichts mehr. Wir haben Engpässe. Hm. Ja, toll, danke. Ja. Das ist ja unglaublich. Macht euch nicht verrückt. Das Leben geht weiter. Na ja, Gott sei Dank bin ich jetzt erstmal umgestiegen. Ich habe jetzt angefangen, Body Attack zu testen. Das ist so eine Art Diät-Shake, kann man sagen. Bis jetzt bin ich positiv überrascht. Aber gerade mal angefangen, mal schauen, was die Waage sagt. Innerhalb der nächsten Tage. Und da wird es dann auch noch, wenn es soweit ist, dann mal ein Video davon geben. Stehen ja keine Kalorien hier drauf. Tja, warum wohl, wa? Auf jeden Fall nicht Auto fahren und nicht in der Schwangerschaft zu sich nehmen. Genau, dicke Frauen dürfen das nicht trinken. Ja, dicke Frauen mit nicht ins Auto kippen. Langen Haaren. Genau. Das ist halt Brause. Tja, aber dafür 4,5 Umdrehungen, wa? Trinkt sich so weg. Ja. Ich so ein Typ, der testet halt immer Bier. Echt? Und der, ja. Krass. Und der hat halt auch Corona-Bier getestet. Und dieses Corona-Bier, seit dem Video, seitdem hier Corona ganz dolle, seitdem geht das ab, das Video, ja. Unglaublich. Der war auch der Einzige, der war ganz oben, ganz alleine, ja. Corona-Bier, das hat keinen anderen, ja. So. Wenn man sich Corona auf und dann stoßen kann. Schön hohe, ja. Total. So dumm. Du musst mit der Dummheit der Menschen musst du rechnen. Also nicht mit der, nicht unbedingt mit der Dummheit, sondern mit der Angst der Menschen musst du rechnen. Ach ja, komm, ist süd hier. Labert mal. Also Corona könnt ihr kaufen, ja. Kriegt einen Daumen hoch. Ich würde jetzt nicht unbedingt zu 5 Sterne tendieren. Aber das ist halt Geschmackssache. Na, ich denke wenigstens 4 von 5 Sterne, oder? Ja. Ist realistisch, ja. Na dann 4 von 5 Sterne für Corona. Auf jeden Fall wichtig. Abos. Ja. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen.
wenn so viel wie möglich abonnieren. Dann je mehr Abos, desto besser können wir unsere Videos machen, gestalten, weil kostet ja auch alles ein bisschen was, ne? Nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Ja. Ja. Dann nehme ich jetzt ein Hasseröder. Geht nicht so laut. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Gebt einen Like, abonniert unseren Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis demnächst.